In der folgenden Episode zeigen wir unterschiedliche Möglichkeiten, sprechen über eigene Erfahrungen und verwenden verschiedene Produkte. Dabei handelt es sich um unseren Blickwinkel, wir sind aber auch sehr auf eure Meinung und Erfahrungen gespannt. Und nun viel Spaß mit einer neuen Folge T-Basics. Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge T-Basics. Heute zeige ich euch, wie man Gebäude begrünt. Ja, herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, einige von euch hatten sich gewünscht, Mensch, mach doch mal ein kleines Tutorial, wie man so Gebäude ein bisschen aufhübscht und ein bisschen begrünt. Ja, klar, gerne. Und solche Fragen sind immer genau richtig, weil dann können wir genau auf diese Sachen auf eingehen, die euch auch interessieren. Also schön weiter fragen, was wir machen können, und dann versuchen wir das natürlich, das, was in unserer Macht steht, natürlich auch umzusetzen. Ja, Begrünung von Gebäuden, da kann man natürlich total ausrasten. Und man kann es sehr, sehr schlicht halten. Es kommt immer darauf an, was ist das für ein Gebäude, wo steht das Gebäude. Wenn es irgendwie ein verlassener Lost Place in einem Wald zum Beispiel ist, dann könnt ihr völlig übertreiben und einfach auch Bäume aus dem Haus wachsen lassen oder in das Haus reinwachsen lassen, je nachdem. Oder aber ihr habt vielleicht einfach nur ein Häuschen, was vielleicht auch gepflegt wird. Dann wird das natürlich auch geschnitten und so weiter, und darum wird sich gekümmert. Dann braucht man nicht so krass übertreiben. Ich bin zum Beispiel auch öfters mal auf dem einen oder anderen Lost Place zu finden, und das finde ich immer schon atemberaubend, wie dort die Natur das Ganze auch wieder zurückholt. Und da kann man tatsächlich echt mal übertreiben, aber ich habe hier jetzt einfach mal verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Materialien ausprobiert, um euch einfach mal zu zeigen, hey, da kann man eine ganze Menge machen, und ihr findet bestimmt noch viel, viel mehr und natürlich auch natürliche Produkte einfach mal verwenden, und das könnt ihr einfach auf euer Haus mit anbringen und schaut einfach mal draußen, schaut euch um, wie sieht das Ganze aus, und dann könnt ihr das direkt auf eure Modelle umsetzen. Heute geht es dann um die Begrünung von Gebäuden. Da kann man natürlich eine ganze Menge machen. Ich habe hier noch ein Modell, das hat mir der Konstantin mal gemacht. Und zwar ist das ein MDF-Bausatz, hat das Ganze ein bisschen aufgehübscht, und an dem Häuschen werden wir jetzt mal ein bisschen Grünzeug anbringen. Ja, Begrünung kann man natürlich jetzt jede Menge machen, und da kommt es natürlich auch darauf an, was möchte man denn eigentlich machen. Man kann anfangen mit irgendwelchen Weinreben, oder man kann Efeu anbringen, man kann ein bisschen Moos an den unteren Seiten zum Beispiel anbringen, wo wir einfach auch so eine typische Moosbildung einfach haben, oder dort, wo sich auch einfach Wasser sammeln kann. Und dafür können wir verschiedene Materialien verwenden. Wir werden heute einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe hier einmal Moos Texture von AK Interactive. Das ist nichts anderes wie so eine Art, ja, Feinturf, Coarse Turf würde ich fast sagen. Es ist kein Feinturf, es ist schon ein bisschen gröber. Vielleicht könnte man da sogar noch was Feineres nehmen. Dann habe ich hier Foliage Clusters. Das eignet sich auch immer sehr, sehr gut. Da kann man ganz, ganz schnell Hauswände mit begrünen. Ich habe hier ein bisschen von Mini Natur müsste das sein, diese beiden Sachen. Hier haben wir zum Beispiel, das ist eher so eine Wiese mit Blättern, kann man aber auch gut verwenden. Oder auch hier verschiedene Blümchen, die man aber auch als Gebüsch oder als Ranken mit anbringen kann. Hier habe ich noch was ganz, ganz Feines. Und zwar ist das von dem guten Fabio. Da werden wir euch nächstes Jahr, werden wir euch da ein paar Sachen mal zeigen. Und die werdet ihr dann auch bei uns im Shop erwerben können. Und zwar handelt es sich hier um wirklich Naturprodukte, die entsprechend eingefärbt sind. Das heißt, diesen Zweig hier zum Beispiel, das ist jetzt in einer Herbstfarbe. Den könnt ihr aber auch bekommen in Frühling, Sommer, ja, Herbst und Winter. Das ist das Schöne. Der Fabio macht da ganz, ganz tolle Sachen, und zwar in allen möglichen Jahreszeiten. Und da werden wir euch nächstes Jahr auf jeden Fall ein schönes Sortiment anbieten können. Aber auch hier können wir jetzt natürlich einzelne Stränge verwenden. Natürlich, das wäre jetzt zum Beispiel viel zu groß. Könnte man auch, aber ich würde jetzt einzelne Zweige einfach dafür verwenden, um es hochwachsen zu lassen. Das werden wir auch mal ausprobieren. Und ansonsten geht natürlich auch immer Foliage. Ne? Das ist super. Das sind halt diese Netze, die könnt ihr schön auseinanderziehen. Und das eignet sich zum Beispiel auch hervorragend, um zum Beispiel auch Sachen vom Dach runterhängen zu lassen. Aber das werden wir jetzt alles mal ausprobieren. Ja, fangen wir doch an mit ein bisschen Moos. Erschreckt euch nicht, das ist hier so eine kleine Mythos-Hütte. Da leuchtet es ein bisschen drin. Aber wir wollen ja das Haus von außen begrünen, und ich würde sagen, wir fangen mal an mit ein bisschen Moos. Ich habe mich jetzt doch mal hier für Feinturf Weeds entschieden, weil mir das viel, viel feiner vorkommt als dieses hier. Ich finde, das ist tatsächlich ein bisschen grob. Das ist halt, ja, ganz normales Coarse Turf, wie man es kennt.
Aber für Moos finde ich das tatsächlich ein bisschen zu grob. Also, nehmen wir Feinturf. Und zwar Weeds, ist schön dunkel. Und da tragen wir jetzt einfach mal ein bisschen Klebstoff auf. Ich nutze jetzt hier auch Sekundenkleber, damit es schnell geht. Wir haben zwar hier Styrodur, aber das sollte kein Problem sein. So, und zwar an den unteren Stellen. Jetzt ein bisschen ungleichmäßig den Klebstoff verteilen. Und wir streuen von dem Feinturf ein bisschen was auf. So, hier müssen wir es natürlich weiterführen, weil wir natürlich hier so eine kleine Ecke haben. Hier haben wir noch ein Loch, das können wir auch füllen. So, wir haben schon mal das Ganze ein bisschen vermoost. Ich habe jetzt hier natürlich Sekundenkleber genommen. Ihr könnt hier natürlich auch ganz normalen Bastelleim nehmen. Das funktioniert bei dem Kram auf jeden Fall noch sehr, sehr gut. Bei anderen Sachen würde ich immer zu Sekundenkleber zurückgreifen, weil es dann einfach viel, viel schneller hält. Versuchen wir jetzt mal verschiedene Ranken aufzubringen. Ich habe jetzt hier Foliage Cluster, das nehmen wir mal als erstes. Das ist immer ganz schön, weil ihr könnt das hier schön reißen und könnt schöne große Stücke schon nehmen. Und könnt euch das noch ein bisschen in Form reißen. Und ich würde sagen, wir bringen jetzt einfach mal hier an die eine Wand schon mal was an. Zwar nutzen wir jetzt hier auch Sekundenkleber und ziehen einfach so die Naht, wie wir es haben möchten. Und füllen es dann einfach nur noch auf. Gerade hier im unteren Bereich kann man ruhig ein bisschen mehr machen. Und jetzt können wir natürlich hier weitergehen, damit sich das auch noch anpasst. So, das ist schon eine richtig schöne, dicke Ranke und ich finde so, dieses Klumpfoliage macht das immer sehr, sehr gut, weil das geht super schnell, ihr könnt das super verarbeiten, weil es einfach auch ein schöner Klumpen ist, den ihr abreißen könnt und ich finde, es hat auch immer so ein bisschen Wirkung, ne? Man hat so ein bisschen auch ein bisschen Volumen da drin, da kann man das natürlich noch krasser gestalten, wenn man möchte, aber sowas finde ich schon immer ganz schön und macht natürlich so ein Gebäude gleich viel hübscher und interessanter. Genauso gut gibt es auch so verschiedene Ranken, einfach auch von Mini Natur oder wen gibt es denn da noch? Fredericus Rex und so weiter. Da könnt ihr natürlich auch schöne Sachen mitmachen. Und hier sieht das natürlich, es sind natürlich Grasfasern, aber genauso gut könnte das natürlich auch vielleicht ein Nadelgewächs sein. Und auch hier können wir uns entsprechende Stellen einfach rausreißen, beziehungsweise die könnt ihr auch sehr, sehr gut schneiden. Könnt ihr auch sehr, sehr fein und dünn schneiden. Und auch hier einfach mit mehreren Stückchen wieder arbeiten. Das sieht man im Nachgang überhaupt gar nicht mehr. So, hier haben wir jetzt noch ein bisschen Blättern mit drin. Also es bringt einfach nochmal ein bisschen mehr Variation ins Spiel. Aber da gibt es einfach viele verschiedene Ranken inzwischen auch von verschiedenen Herstellern. Da könnt ihr natürlich nehmen, was ihr wollt. Aber ich muss sagen, das Klumpfoliage gefällt mir da eigentlich meistens immer noch ein bisschen besser, weil es einfach noch so ein bisschen, ja, es sieht einfach aus wie schön dicke Weinreben. Oder ein schönes dickes Efeu. Aber sowas kann man natürlich auch machen. Da gibt es natürlich, ich habe jetzt keine entsprechend schöne Ranken hier. Aber da gibt es inzwischen auch schon echt viele gute Sachen, die man da käuflich erwerben kann. So, ja, gehen wir jetzt nochmal zu diesen von Fabio. Also hier kann man natürlich jetzt gucken. Also ich würde jetzt tatsächlich mir hier so einen Zweig mal runternehmen. Und vielleicht noch einen etwas kleineren. Und hier setzen wir jetzt erstmal mit einem Zweig an. Da brauchen wir gar nicht so viel Kleber, weil es halt sehr, sehr dünn und sehr, sehr filigran ist. Mit dem Stiel nach unten, dass es halt aus der Erde kommt. Und das Ganze dann auch einfach hochranken lassen. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu groß. Die Blätter wirken natürlich jetzt sehr, sehr groß für einen 28 mm Maßstab. Sowas ist halt eher was für 1:35. Da sollte man dann definitiv nochmal darauf achten, dass man da kleinere Blätter nimmt. Aber auch so kann man natürlich die Wand hervorragend gestalten, indem man einfach so wirkliche Naturprodukte nimmt. Und auch hier immer Stück für Stück
das Ganze dann auf das Gebäude anbringt. Ja, und als letzten Schritt finde ich Foliage immer noch ganz schön. Das kann man zum Beispiel auch gerade bei Felsen und so weiter gut anbringen. Aber auch hier zum Beispiel am Dach, wo wir das einfach so ein bisschen runterhängen lassen können. Auch hier wieder ein bisschen Sekundenkleber. Einfach drauf auf das Dach und dann können wir es noch so ein bisschen quasi anmodellieren. Und dann haben wir auch hier verschiedene Ranken, die einfach vom Dach runter wuchern. Und auch hier bringen wir wieder Stück für Stück auf. Das ist besser, in kleinen Stücken zu arbeiten, als da ein großes zu nehmen. Und das fällt im Nachgang gar nicht mehr auf, ne? Und ja, schon haben wir ein etwas bewildertes Haus. Also ich finde es wirklich schön, das bringt immer so ein bisschen noch mehr Tiefe mit in das Gebäude und lässt das Ganze noch so ein bisschen zum Leben erwecken. Ja, mit der Moosstruktur, ja, das kann man machen. Habe ich bislang auch noch nicht so wirklich gemacht. Ich arbeite immer ganz gerne mit einem Farbeffekt quasi, dass ich das Ganze immer mit Farbe einfärbe, Moos. Und das ist ja schon wirklich richtig, ja, so richtige Moosstruktur. Ne? Sowas mache ich ganz gerne mal auf umgestürzten Bäumen oder so, wo wir wirklich dicke Moosschichten haben. Dann kann man das auch mal machen. Aber so an Gebäuden arbeite ich eigentlich da gerne mit Farbe. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt da mit verschiedenen Farben arbeiten, mit verschiedenen Materialien auch arbeiten. Auch so ein Mix finde ich natürlich super, dass man halt die verschiedenen Foliage-Sorten einfach nutzt oder auch solche fertigen Ranken oder aber auch sowas hier. Das ist natürlich vom Maßstab jetzt nicht so richtig passend, aber das ist sehr, sehr hochwertiges Material und da kann man ganz, ganz viel spielen. Und es muss natürlich auch passen, ne? Je nachdem, wo steht das Gebäude. Steht es vielleicht in einer Hafengegend? Steht es im Wald? Gerade wenn es im Wald steht, dann kann das natürlich richtig schön zugewuchert sein. Ist es eine verlassene Hütte, dann könnte man aus den Fenstern tatsächlich Bäume rauswachsen lassen und all so ein Kram. Also gerade so was so Lost Places angeht, da kann man super viele tolle Sachen machen. Und es ist einfach ganz einfach. Traut euch einfach nur mal ein bisschen und ja, ihr habt es gesehen, ganz schnell, ganz einfach. Ja, ihr habt es wieder gesehen, es war schnell und einfach, wir haben verschiedene Materialien ausprobiert und man muss natürlich auch mal wieder gucken, hey, arbeiten wir im Diorama-Bereich, arbeiten wir im Tabletop-Bereich? Tabletop-Bereich ist natürlich hier Klamm-Foliage mega geil, das kann ich anfassen, da bröckelt nichts mehr runter. Das ist einfach sehr, sehr zäh und widerstandsfähig. Auch das Foliage hier oben, das ist super. Anders wird es dann schon bei solchen Materialien hier. Ah, das ist schon ein bisschen was anderes. Da zeigen wir euch auf jeden Fall nächstes Jahr auch nochmal ein paar andere Sachen, da gibt es richtig schöne Sachen. Dann bei Mooseffekten und so weiter, ja, da muss man auch immer genau gucken, wo ist das Ganze, wie ist das Ganze. Bei Gebäuden bin ich eher der Fan von Farbe, dass ich mit Farbe arbeite, weil man einfach mehr so einen Moosschimmer hat. Und wenn man zum Beispiel bewachsene Baumstämme oder sowas hat, dann kann man natürlich auch eine richtige Moosschicht auftragen. Das passt dann natürlich auch sehr, sehr gut. Oder gerade da, wo vielleicht ganz, ganz viel Wasser hinuntertropft. Ne? Hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn diese Hütte zum Beispiel richtig verlassen wäre, irgendwo im Wald stehen würde, dann würde ich hier zum Beispiel auch hier am Rand so richtig dicke Moosschichten einfach ansetzen, weil hier sich einfach auch Feuchtigkeit und Nässe bildet. Da kann man das ruhig mal machen. Genauso auch natürlich am unteren Rand, da krabbelt das Moos natürlich hoch. Aber das, da müsst ihr natürlich einfach auch ein bisschen gucken, ne? Wo steht das Gebäude, ist das vielleicht gepflegt und so weiter. Dann wird natürlich, habe ich schon am Anfang gesagt, dann wird sich natürlich auch darum gekümmert. Oder es ist einfach ein richtig krasser Lost Place, da könnt ihr natürlich total übertreiben. Versucht euch einfach mal aus, schnappt euch verschiedene Materialien aus der Natur vor allem auch und natürlich auch gerade solche Sachen wie Klamm-Foliage oder auch das normale Foliage. Es gibt inzwischen fertige Ranken, Efeu-Ranken, Weinreben und auch da im Eisenbahnbereich gibt es da einiges an Material. Also da kann man sich echt wirklich austoben. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank für die Idee. Falls euch das gefallen hat, gebt gerne mal einen Daumen nach oben. Und ja, ansonsten, wie begrünt ihr eure Gebäude? Schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr an Materialien nutzt. Ich lerne nie aus. Gerade auch was Natur und sowas angeht, bin ich immer ein Freund davon, das zu erfahren. Von daher würden mich auch eure Erfahrungen einfach interessieren. So, jetzt geht's in die Weihnachtspause. Nein, es gibt keine Pause bei uns, aber wir werden jetzt ein paar Tage Weihnachten alle miteinander verbringen. Und wir wünschen euch ein frohes Fest. Wir sehen uns dann am Samstag, wie gewohnt, zu einer neuen Folge TBTV. Macht's gut, bleibt gesund und bis später. Tschüss.